Der Flipped Classroom wird häufig als Methode zum Lernen mit Videos verstanden. Nachdem ich aber nun fast 9 Jahre Erfahrung damit mache, ist es für mich ein Unterrichtskonzept geworden. Durch eine Neurhythmisierung von Unterricht mehr Zeit für Zusammenarbeit und Gespräche, mehr Zeit für ein individuelles Begleiten, mehr Zeit für Lernerlebnisse und mehr Zeit für vieles mehr. Ein Unterrichtskonzept, das Methodenvielfalt ermöglicht. Schülerinnen machen zu Hause das, was sie leicht alleine können, damit man die wertvolle Unterrichtszeit besser nutzen kann. Zu Hause können die Kids zum Beispiel einfach einen Versuch nachvollziehen. Sie können in einer Methode oder Technik geschult werden. Zu Hause können die Kids auch ihre eigene Arbeit aus dem Unterricht noch einmal reflektieren. So wäre es gegangen oder so hätte ich als Lehrer das gemacht. In jedem Fach gibt es aber auch Impulse, Problemstellungen oder ähnliches, mit dem Unterricht geöffnet wird. Das ist meine bevorzugte Anwendung. Zu Hause mit einer offenen Aufgabenstellung erste Schritte wagen, um im Unterricht vertieft in die Thematik einzusteigen. Hefteinträge gibt's bei mir nicht mehr im Unterricht. Warum sollten wir im Klassenzimmer zusammenkommen, um dann die Tafel abzuschreiben? So ist für mich der Flipped Classroom ein Konzept zur Aufwertung der Präsenz. Kreativ, kommunikativ, kooperativ und vor allem individuell. Selbstständigkeit und Eigenverantwortung einfordern und fördern. Nicht nur dann, wenn alle zu Hause sein müssen.